Rainer Dressel ist bereits eingewiesen und konzentriert bei der Sache. Der Familienvater wird heute bei der Gedenkfeier verstorbener Kinder in Kempten mithelfen. Corona-bedingt kann die Andacht nur online übertragen werden. Die wenigen Mitwirkenden, so wie Rainer Dressel und seine Familie, sind selbst Betroffene. Der Tod unserer Tochter Clara ist jetzt 21 Jahre her. Und wir waren heute das 20. Mal hier. Und wir waren das erste Mal und da hat es uns überhaupt dann zugesagt. Und da haben wir gesagt, da gehen wir nie mehr her. Aber wir wollten dann doch einfach diesen Tag der Erinnerung für uns haben. Und wir gingen dann wieder und seitdem ist das ein fester Termin in unserem Kalender, in dem Familienkalender. Und wir kommen immer gern her. Weil das so, ja, da kann man wirklich fest erinnern an das verstorbene Kind, an unsere Tochter. Und uns würde was fehlen, wenn wir nicht herkommen würden. Schon seit 1988 gibt es hier in Kempten jedes Jahr am Volkstrauertag die Gedenkfeier für verstorbene Kinder. Ein Angebot der Kontaktstelle Trauerbegleitung, damit Angehörige im gemeinsamen Erinnern, Beten und Hoffen erfahren können, dass sie nicht alleine sind. Doch schon im vergangenen Jahr war das in Präsenz nicht möglich. Die Idee, die Feier live aus der Kapelle des Tagungshauses St. Raphael zu streamen, war schnell geboren. Unterstützt durch Raphael Bucher, einen professionellen Veranstaltungstechniker, konnten die mitwirkenden Betroffenen in diesem wie im letzten Jahr gut mit der Technik umgehen. Es war erstens mutig. Es ist so, dass auch im Kollegenkreis und wenn wir uns so ausgetauscht haben, ganz viele Bedenken da waren. Also kann man sozusagen eine Dichte oder auch eine Emotionalität rüberbringen über den Livestream. Ja? Und wir haben einfach gedacht, wir probieren es. Also wir haben ja Texte und wir haben eine Musik und die Frage ist, kriegen wir das sozusagen, was uns wichtig ist, diese Verbundenheit, also diese andere Form der Gemeinschaft, diese andere Form der Zuwendung, kriegen wir das über den Livestream rüber. Und die Rückmeldungen waren schon so, dass die Menschen erstens sehr dankbar waren, dass es nicht ausgefallen ist, in Anführungszeichen, sondern in einer anderen Form. Und das Zweite ist, dass sie hineingenommen worden sind, sehr wohl in eine Dichte, die man sonst hier nur immer in der Präsenz erlebt hat. Ob online oder in Präsenz, für die Kindergedenkfeier ist es wichtig, dass mit Symbolen und Bildern gearbeitet wird. Sei es der leere Stuhl in der Mitte der Familie, der nie mehr besetzt wird, eine Skulptur, die den Trauerweg darstellt, oder Kerzen, die für die verstorbenen Kinder namentlich vorgetragen und entzündet werden. Das finde ich immer sehr faszinierend, wenn Menschen da sind, die ganz frisch betroffen sind und gehört haben und sagen, Mensch, da komme ich vorbei, weil ich mit anderen Betroffenen zusammen sein will. Und ich will nicht erzählen, ich will nicht reden, aber ich will mit denen mich an mein Kind erinnern. Und dann gibt es Menschen, die kommen nach Jahren, vorsichtig sogar nach Jahrzehnten und sagen, und das ist der Tag, der gehört heute unserem verstorbenen Sohn, unserer verstorbenen Tochter. Die machen dann manchmal einen Ausflug und zu diesem Ausflug gehört diese Gedenkfeier dazu. Also das heißt, wir haben auch eine Bandbreite in der Altersgruppe von Müttern und Vätern und natürlich auch von den Geschwistern, also von Brüdern und Schwestern, die mal sehr klein waren, ja, und jetzt junge Jugendliche sind und junge Erwachsene. Den Bruder, die Schwester, das Kind im Herzen tragen. Das war bei der Kindergedenkfeier auch in diesem Jahr möglich. Online eben. Und auch die Rückmeldungen der wenigen Mitwirkenden vor Ort waren positiv. Ja klar, das frischt ja natürlich alles nochmal auf und danach kommen dann nochmal mehr die Gedanken, aber es war ganz in Ordnung. Es ist sicherlich schön, einen festen Termin zu haben und auch mit Gleichgesinnten da vor Ort zu sein. Es rührt aber auch immer auf. Es ist ein Wiederkochen, Erlebnisse, man redet ja auch mit den Betroffenen und erfahrt dann auch wieder Schicksale, wo einen auch mitnehmen.
Für mich ist es anders. Also ich habe mit der Trauer sozusagen schon fast abgeschlossen, sage ich mal so. Früher war es schlimmer, sage ich mal so. Jetzt halt ist es deutlich besser geworden und so. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich mache das auch nochmal für die anderen da zu sein, weil ich weiß genau, wie das ist und so, mit der Trauer da umzugehen. Im gemeinsamen Gedenken füreinander da sein. Das haben live bzw. im Nachhinein über YouTube und Facebook bereits über 1500 Menschen verfolgt. Auch Rainer Tressel findet diese Form der Online-Feier eine gute Möglichkeit, zusätzlich Trauernde zu Hause zu erreichen. Selbst dann, wenn die Kindergedenkfeier im nächsten Jahr wieder für alle vor Ort stattfinden kann.